Guten Morgen! Christian, wie geht's dir eigentlich? Die Frage bekomme ich recht häufig gestellt und ich möchte euch heute einfach sagen, wie es mir geht und auch denjenigen, die dann in den nächsten Wochen mich fragen, einfach einen Link zu dem Video geben. Es geht dann schneller. Ja, also, wie geht's mir? Ich, Christian, wie geht's mir? Da muss ich erstmal überlegen, ja, was macht mich denn aus oder was sind denn Themen, die mich bewegen? Worauf ich dann referiere, wenn ich dann sage, wie geht's mir? Und ich, Christian, habe verschiedene Themen. Ein großes Thema ist die Liebe. Wie geht's mir in der Liebe? Das ist ein großes Thema. So, ein anderes großes Thema ist, wie geht's mir so mit meinen Aktivitäten, mit dem, was ich im Leben tue, aktiv tue. Und ja, das sind dann eben die Aktivitäten. Ich nenne das bewusst nicht Arbeit. Ich nenne das bewusst nicht Arbeit, weil viele das sofort was Negatives damit assoziieren. Boah, Arbeit, muss Geld verdienen und so weiter. Nein, das sind Aktivitäten, das was ich tue. Es gibt für mich keine Arbeitszeit, es gibt keine Freizeit, sondern es gibt Lebenszeit. Und die ist gefüllt mit Aktivitäten. Zumindest wenn ich mir jetzt überlege, wenn mich jemand fragt, wie geht's dir, was denn ein Punkt sein könnte. Ja, und dann gibt es natürlich auch die Gesundheit. Ja, das ist ein ganz aktuelles Thema bei mir. Wie gesagt, ich habe eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert bekommen. Und ja, da ist natürlich Gesundheit generell immer. Aber wenn jetzt viele fragen, Christian, wie geht's dir, wird häufig dann auch nachgefragt bezüglich Hashimoto und so weiter. Ja, wie es mir persönlich eben mit dieser ganzen Sache geht. So, und das sind so, würde ich sagen, so die drei Punkte, die mir sofort einfallen, wenn mir jemand fragt, wie geht's dir? Ja, dann sage ich einfach mal, wie es mir geht. Also, die Liebe. Und dann machen wir das am Ende. Es könnte länger werden. Deswegen, weil kurz die Themen, die relativ einfach abzuhaken sind. Da ist zum Beispiel eben die Gesundheit. Die Gesundheit, da ist ein Punkt. Ja, die Ernährung, und da natürlich ja, die Fragestellung, ja, wie ernährst du dich, Christian, zurzeit, wie ist dein Stand, bist du denn schon Lichtkrieger, bist du denn schon ja, auf dem Weg zum Gottesprozess oder zum Blumenprozess, es gibt ja da verschiedene Begriffe und Supernahrung und keine Ahnung, auf jeden Fall, also ich ernähre mich nach wie vor rohköstlich und ich habe aber kein Problem, wenn ich mit Freunden irgendwo draußen ja, mal einen veganen Döner esse oder andere Sachen. Ich sehe das relativ undogmatisch und ich sehe die Ernährung nicht als einen Prozess, der immer weiter, immer besser gehen muss, sondern man findet irgendwann sein Optimum und das ist ein nicht extremes und sich gut anfühlendes und nicht immer weiter optimieren, nach Optimierung verlangendes Gefühl. Und ich sehe die Gefahr bei sehr vielen, auch von YouTube-Kollegen, dass sie immer weiter, immer, es muss immer besser sein, bis halt zur Lichtnahrung, weil wir brauchen eigentlich keine Nahrung. Ist für mich ein ganz klares Zeichen von Extremismus und ein Zeichen von so ein wenig die Bodenhaftung zu verlieren. Eine gesunde Ernährung, da muss man sich wirklich durch und durch wohlfühlen. Und dieser penetrante Drang, danach alles besser machen zu wollen und noch mehr, das ist für mich ein klares Zeichen von geistiger Instabilität. Und von daher ja, ist das für mich nicht erstrebenswert. Aber ich sage das auch nochmal ganz deutlich, das sind meine Werte. Ich persönlich folge diesem Weg nicht, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt. Aber das heißt nicht, dass dieser Weg nicht besser sein könnte bei entsprechenden Prioritäten, die man setzt. Ne? Also es ist mein Weg und ich sage, wie es mir geht. Also Ernährung nach wie vor ja, einfach Rohkost. So, und dann gibt es natürlich den Punkt, ich habe ein Experiment am Laufen. Na, das ist das Experiment. Das Experiment geht ja darum, dass ich ganz viele Supplemente nehme, um ja, meine Autoimmunkrankheit, also das Hashimoto, in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen. Ja? Und das läuft. Ich muss ganz ehrlich sagen, bisher, wir sind ja schon 2-3 Monate um, merke ich nicht so den großen Effekt durch die Supplemente, zumindest in meinem Gefühl.
Vielleicht sagen die Blutwerte was anderes, aber bisher bin ich nicht begeistert von dieser riesen Litanei. Ich habe irgendwie 8 Supplemente, die ich derzeit nehme. Fühle ich mich dadurch nicht besser. Aber es gibt etwas. Und da sind wir dann eben auch bei dem Hashimoto. Was halt bei mir und bei vielen anderen assoziiert ist mit oft einer gewissen, ja, so einer Antriebslosigkeit, so einer depressiven Verstimmung. Und da habe ich halt was für mich gefunden und deswegen geht es mir total gut. Und ja, das ist der War Spirit Power Drink. Deswegen geht es mir wirklich zur Zeit richtig, richtig gut. Das ist halt so ein Ding, nicht nur, weil ich davon ungemein profitiere, weil das Hashimoto kann mich auch am Arsch lecken, zumindest was die Tatsache angeht, dass ich mich irgendwie depressiv fühle, vielleicht manchmal, oder antriebslos, sondern dann trinke ich einfach den War Spirit Power Drink. Komplett rohköstlich, kostet unter 1 Euro, boostet für 4-5 Stunden, ja, unglaublich die Konzentration und eben auch den Antrieb. Das Rezept für den War Spirit Power Drink findet ihr in meinem Buch Rohkost for Low Cost. Dank des Buches darf ich mich ja als Bestseller-Autor nennen, weil ich ja in den Top 100 der gesunden Ernährung auf Platz zwischen Platz 2 und 10 schwanke zum Zeitpunkt des Videos. Wird wahrscheinlich dann irgendwann runtergehen, weil die Rohkost und damit verbunden auch eine kohlenhydratreiche Ernährung wahrscheinlich nicht so populär ist. Das sind ja nur Low-Carb-Bücher in den ersten bei gesunder Ernährung vorne drin. Obwohl die großen Gesundheitsinstitutionen, die DGE und die WHO, trotz dessen, dass sie eigentlich auch nicht so fortschrittlich sind, aber sie haben zumindest schon erkannt, dass ja, Kohlenhydrate im Endeffekt das, also das ist eine High-Carb-Ernährung, das absolute Fundament einer gesunden Ernährung ist. Aber das ist das Wissen. Und auf der anderen Seite gibt es den Konsum und es gibt die Medien und das Marketing. Und Low-Carb verkauft sich halt wie warme Semmeln. Weil du kannst im Endeffekt die ganzen fetten Geschmacksträger, fetten im wahrsten Sinne des Wortes, Fett und auch Proteine, Fleisch und Milch, das kannst du ja alles weiter voll zu dir nehmen. Und ja, das lieben natürlich die Menschen, deswegen wird es gekauft, deswegen ist es Bestseller. Aber lasst euch nicht davon trügen, sondern vertraut der Wissenschaft oder noch besser, vertraut euch selbst. Probiert mal ein paar Jahre das aus, ein paar Jahre das aus, genau wie ich, und dann wisst ihr ganz genau, was das Beste für euren Körper ist. Also, War Spirit Power Drink. Gut, kommen wir mal zu den Aktivitäten. Was ich tue. Ja, was tue ich? Ich tue natürlich das, was ich in den letzten 3 Jahren immer tue. Ich tue YouTube. YouTube, das ist so, ja, das ist so mein roter Faden. Ja? Das ist das, was eigentlich, wonach sich so alles bei mir, wo sich alles widerspiegelt und wo meine Gedanken hingehen. Und mit YouTube halt eben verbunden ist halt nicht dieser technische Aspekt Videos machen, sondern halt eben die Menschen, die dahinter stehen. Ja. Die Menschen, die dahinter stehen. Das ist meine Motivation, das ist das, ja, wo ich jeden Tag aufstehe und mich darauf freue, auf ja, Kontakt mit Menschen über YouTube quasi, ne? Also nicht direkt über YouTube, natürlich Kommentarfunktion, Facebook und so weiter, was alles damit assoziiert ist, aber es besuchen mich auch immer wieder mal Menschen oder ich gehe zu Festivitäten, ich veranstalte selber Events und da kommt natürlich auch in Kontakt und das ist alles ausgelöst durch soziale Netzwerke, durch Internet, durch in meinem Fall YouTube und das ist sozusagen mein roter Faden und die Aktivitäten, was ich tatsächlich tue und wie es mir damit geht, ist halt eng verbunden mit einem Begriff und das ist Kreativität. Ich hatte schon mal ein Video dazu gemacht und Kreativität ist was unglaublich live boostendes. Es ist so wichtig, seiner Kreativität, seinen spontanen Ergüssen einfach zu folgen. Das ist extrem wichtig, weil es hält geistig vor allem fit, weil man immer wieder neue Verschaltungen schafft, neue Verschaltungen kreiert, weil man immer wieder neue Erfahrungen sammelt und damit in seinem Leben auch viel, viel mehr und viel, viel größeres Portfolio hat, aus dem man greifen kann und sagen, okay, was könnte ich ändern, weil es mir vielleicht gerade nicht so gut geht oder was könnte ich ändern, um einem anderen Menschen zu helfen. Wenn man so viele Erfahrungen gemacht hat, dann ist das ein unbeschreibbarer Schatz, viel mehr wert als alles Geld. Geld
kann auch dazu genutzt werden, Erfahrungen zu machen. Aber was ihr an Geld investieren müsst, um Erfahrungen zu machen, das glaubt ihr nicht. Also ich habe ja wirklich in kürzester Zeit sehr viel Geld ausgegeben für Erfahrungen. Und das Geld ist gar nicht so wertvoll. Ihr könnt nicht wirklich reichhaltige, intensive Erfahrungen machen. Das Erfahrung machen ist oft assoziiert mit Zeit. Das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Erfahrungen zu machen bedeutet, Zeit zu investieren. Und wenn ihr das abkürzen wollt, dann könnt ihr, indem ihr mit anderen Menschen Kontakt habt, dieses bewerkstelligen. Weil diese Menschen haben auch Erfahrungen gemacht. Und die geben euch diese Erfahrung komprimiert in einem Gespräch wieder. Deswegen liebe ich das so, mit alten oder mit älteren Menschen mich zu unterhalten. Weil die haben ihr ganzes Leben, die geben mir 70, 80 Jahre an Erfahrung in einem Gespräch. Wie wundervoll ist das denn? Und umso mehr Menschen ihr in eurem Umfeld habt und umso mehr Menschen ihr euch umgebt, umso mehr Erfahrung habt ihr, umso mehr Weisheit habt ihr. Und deswegen ist ganz, ganz wichtig, Kreativität zu schulen, um selber Erfahrungen machen zu können. Und ja, Kreativität und YouTube, das seht ihr ja auch immer, es kommen immer wieder neue Sachen. Zurzeit, wie gesagt, mit diesen Mindmaps, ich kann viel besser fließen lassen. Ihr seht den Zusammenhang, glaube ich, auch besser von meinen Sachen. Bei dem wäre es vielleicht nicht so notwendig gewesen. Aber ich mache meine Notizen auch alle immer nur noch als Mindmap. Das Gehirn funktioniert halt eben dieses Radiale und nicht dieses Lineare. Und ich merke, das tut mir total gut und das boostet mich auf verschiedenen Ebenen. Und das fließt dann auch in YouTube ein. Und ja, und generell YouTube, ja, ich bin, wie geht's dir, Christian? Ja, die Grundfrage. Ja. Ja, mir geht's gut. Das Schöne ist, YouTube läuft, seit ich begonnen habe am 14. Dezember, bis jetzt durchweg, kann man sagen, konstant, ja, steigert sich halt langsam. Es sind im Schnitt 5 Abonnenten, 5 neue Menschen pro Tag, die diesen Kanal abonnieren. Das war direkt am ersten Tag so und das ist immer noch so. Und ja, das ist halt wunderschön, dass die Masse der Menschen, die ich potenziell erreichen kann, eben immer größer wird. Und man sammelt auch auf YouTube Erfahrungen. Das ist einiges dabei. Eine Erfahrung und man unterhält sich auch mit anderen Menschen, die auf YouTube Videos machen. Und das immer wieder bei der Konnektivität, ne? Bei den vielen Menschen kennenlernen. Und ja, und dann kommt so einiges auch an Erfahrungen, wo man sagt, oh, das hätte ich so nicht vermutet. Ein ganz intensives Beispiel ist diese Wertschätzung, die ich erfahre von meinen Videos, dass ich Videos mache. Das ist so unglaublich. Ich sitze hier in meiner Wohnung und lass fließen und es kommt dann so eine Wertschätzung von euch darüber im Sinne von auch physisch Pakete mit Lebensmitteln oder Patreon-Unterstützung oder andere Unterstützung oder liebe Briefe, liebe Worte und das Zeigen, also mir das Zeigen, dass meine Arbeit wichtig ist für sie. Und das sind alles schöne Schätze. Umso wichtiger ist mir halt eben auch tatsächlich diese Erkenntnisse, die Erfahrung, die ich sammle und versuche dann halt eben umzusetzen in YouTube. Zum Beispiel, was auch mit Wertschätzung zusammenhängt, es ist sehr interessant zu sehen, dass, und ich bin da keine Ausnahme, dass wenn man etwas kostenlos bekommt, dass man das anders wertschätzt, als wenn man etwas dafür bezahlt. Dass sich das ganz anders anfühlt. Und ich merke das zum Beispiel an den Videos, die sehr, sehr viel Recherche benötigen, die sehr, sehr viel Arbeit benötigen, die intensiv wirklich viel Wissen enthalten. So. Und dadurch, dass das kostenlos ist, wird es halt angeguckt, so, ah, interessiert mich gerade nicht und so weiter. Was verständlich ist, weil dieses intensive Wissen oftmals ja gar nicht in dem Moment gewollt ist. So. Und YouTube ist tatsächlich einfach immer noch in erster Linie eine Unterhaltungsplattform. Und entsprechend sind Videos bei mir am erfolgreichsten, die, sag mal, ganz einfach sind. Die einfach sind und die ein einfaches Thema behandeln oder einen guten Tipp haben, ne, praktisch relevant sind, gerade in jedem Moment. Zum Beispiel, wie man Paprika schneidet. Ne? Und ja, das ist interessant. Und entsprechend werde ich da auch justieren. Ich werde diese tiefen Wissensvideos, die werde ich auf jeden Fall immer noch bringen. Aber ich werde
das nicht mehr versuchen, so viel Arbeit in die YouTube-Präsentation reinzustecken. Das heißt, Beispiel sekundäre Pflanzenstoffe, das sind Videos, da habe ich den ganzen Tag damit verbracht. Wirklich den ganzen Tag. So, mit der Recherche, mit dem Ausarbeiten und mit der Umsetzung in diese Animationsfilme. Und die Videos sind die schlecht angeschautesten überhaupt. Und obwohl, wenn diese angeschaut werden, haben sie die höchste Kundenbindung. Das heißt, Kundenbindung bedeutet, wie lange werden die Videos geschaut. Die Videos werden im Schnitt 92% geschaut. Das heißt, fast jeder, der anklickt, schaut sich das auch bis zum Ende durch. Die sind total gut. Aber das Thema, das ist halt nicht so interessant. Sekundäre Pflanzenstoffe ist halt nicht so praller. So, da ist halt besser, boah, ich habe geilen Sex gehabt oder so. Da schalten die Leute dann eher ein. Und ja, sowas realisiere ich und versuche aber, weil ich genau weiß, dass es genug Leute gibt, die auch dieses Wissen haben wollen, versuche dieses eher in Büchern umzusetzen, wo die Leute sagen, hey, jetzt möchte ich einfach mal wissen, irgendein Thema, und dann sage ich, hey, ich habe das ganze Wissen, die ganze Recherche habe ich zusammengetragen und gebe das in einem Buch. Und dann wissen die Leute, okay, wenn mich das interessiert, das ist mit der Wertschätzung, bezahle ich dafür, dann habe ich das Buch und dann nehme ich die Informationen auch an. Und wenn ich sie irgendwie so nebenbei geschenkt bekomme, sage ich mal, dann ja, interessiert es mich eigentlich meistens nicht. So. Und ja, und das ist halt auch so ein Prozess, dass ich halt wirklich schaue, was kann ich an Sachen auf YouTube bringen und was kann ich an Sachen in Büchern oder in Videokursen bringen. Das ist, ja, da werde ich spezifizieren und da werde ich halt tatsächlich schauen, ja, was optimal ist, wo es am besten float insgesamt, was am meisten Sinn macht. Und ja, das halt zu YouTube und der ganzen Sache. Da geht es mir, wie gesagt, sehr gut, und reichhaltige Erfahrungen und Anpassungen und immer wieder neue Sachen. Ja, das ist YouTube. Fällt mir jetzt auch nichts mehr dazu ein. Ja, da kommt mir zur Liebe. Die Liebe. Die Liebe bei mir ist natürlich immer noch ziemlich offen. Ja, ziemlich offen. Und ja, es ist, ich habe, also diejenigen, die jetzt das erste Mal, also ich hoffe nicht, also nein, wer mich fragt, wie geht's dir, Christian, der guckt nicht das erste Mal ein Video von mir. Also, die offene Liebe, die Kostbarkeit der offenen Liebe, ich habe dazu ja schon einige Videos gemacht, vielleicht verlinke ich was oben in den Infokarten, sie besteht eben darin, frei zu sein. Frei zu sein, es fließen zu lassen, wie man will. Und 2%, 1%, 3%, 4%, irgendwo so, da geht es um Sexualität. Der Rest ist einfach nur, dass man sich nicht begrenzt in irgendeiner Weise mit dem Kontakt mit anderen Menschen oder mit Lebewesen. Und das ist eine Sache, die immer noch nicht verstanden wird. Und auf gedanklicher Ebene offene Liebe, ich verbalisiere das gar nicht mal mit den Menschen. Die Menschen wollen das nicht verstehen. Es geht einfach nicht in ihr Herz, was das bedeutet. Sie können es einfach nicht nachvollziehen, dass man einfach, dass die Liebe nur dann rein ist, wenn ich dem anderen Partner erlaube zu sein. Wenn ich dem anderen Partner erlaube, sich zu entfalten, zu blühen, so wie er das möchte oder sie das möchte. Ohne Kompromisse. Nicht, dass ich sage, aber das geht nicht und das geht nicht. Sondern er darf alles tun, was er möchte. Na? Und dass ich das natürlich dann auch kann, weil ich möchte auch geliebt werden, meiner selbst wegen. Meiner selbst wegen bedeutet eben das, was ich wünsche, die Erfahrung, die ich machen möchte. Und das gibt so viele Ebenen außerhalb der Sexualität, wo das eine Wahnsinns-Lebensqualität bedeutet. Und derzeit ist zum Beispiel ganz interessant, ich lebe sehr intensiv, derzeit so in den letzten paar Monaten, in sehr intensiven Kontakt mit zwei Menschen, die ich fast tagtäglich um mich herum habe. Und da ist nicht so, dass dann, wie sich das viele vorstellen, offene Liebe, ja, der Christian, der geht mal dorthin, mal dorthin. Oder? Nein, das ist fast, kann man sagen, wie so eine monogame Beziehung, wenn man das von außen sehen würde. Die Leute sagen, hey, das ist wohl jetzt deine neue Freundin oder so. Und das ist halt, das inkludiert halt das auch. Ne? Man kann wunderbar auch von außen betrachtet mit einer Person leben oder mit zwei Personen und man lebt trotzdem die offene Liebe, weil man einfach das Bedürfnis nicht hat, mit anderen Menschen was zu tun. Aber wenn das Bedürfnis kommt, weiß man, kann man das tun. Ne? Und das ist halt eben das, was so die Essenz ist. Dass man halt, und dass der andere dann auch
vielleicht in erster Instanz traurig ist, weil sein Ego sagt, hey, du machst jetzt mit der was, die hat was, was ich nicht habe. Natürlich, jeder von uns hat Dinge an sich, die ein anderer nicht hat. Und das Schöne daran ist, dass man mit jedem Menschen Dinge frönen kann, die miteinander harmonieren. Und das ist eben das Wunderschöne an der offenen Liebe, an der einzig wahren Liebe, weil sie eben bedingungslos ist, weil sie eben völlig den anderen im Blick hat und sagt, hey, du sollst glücklich sein und nicht ich. Ich sorge selber für mich, dass ich glücklich bin, weil ich liebe mich und ich bin mir selbst genug. So, und du darfst tun, was du willst. Und es gibt keine intensivere Liebe oder es gibt nichts anderes, was tatsächlich Liebe bedeutet. Für mich, ganz wichtig, für mich, das sind meine Erfahrungen, das entspricht meiner Persönlichkeit. Ich habe einen starken Drang, mich zu entfalten. Ich bin sehr kreativ. Ich bin, ja, ich möchte sehr, sehr freiheitlich leben und da ist es für mich entscheidend. Wenn ein anderer diese Orientierung oder diese Sicherheit, die er dann empfindet, mit einem anderen Person zusammen sein hat und wenn er diese Prägung, die man hat, indem man sagt, hey, ist ganz wichtig, dass man mit einer Person die ganze Zeit zusammenlebt und dass man alt wird, durch gute und schlechte Zeiten geht, das gibt mir einfach ein gutes Gefühl und so weiter, wunderbar, ganz toll, dann soll derjenige auch das leben und jemand finden, der das auch so leben möchte und die beiden werden glücklich, wunderbar, es gibt so viele Arten zu leben, aber wie geht es mir? Mir geht es gut mit der offenen Liebe und ich bin einfach derzeit in einem Zustand, wo ich, ja, trotz dessen, dass die Gesundheit mit dem ganzen Blödsinn, mit diesem Schilddrüsenzeugs auf mich ja, gekommen ist und ja, fühle mich eigentlich echt gut. Ja, hätte man eigentlich auch sagen können, Christian, wie fühlst du dich? Oh, ich fühle mich gut. Ja, so einfach hätte man das auch machen können.